Wer sind diese beiden Männer? Die Polizei in Halle verdächtigt sie, für mehrere Einbrüche verantwortlich zu sein und Multimedia-Technik für mehr als 100.000 Euro gestohlen zu haben. Das WUK-Theaterquartier in Halle. Am Morgen des 31. Januar 2024 finden die Mitarbeiter die Räume des Theaters aufgebrochen und durchwühlt vor. Unsere Mitarbeiter waren erstmal auch schockiert, weil von uns niemand erwartet hat, dass man hier einbricht. Daran haben wir nicht geglaubt, dass man in eine Kultureinrichtung einbricht. 30.000 Gäste besuchen jährlich das WUK-Theaterquartier. Es ist eine freie Spielstätte und Produktionsort für Inszenierungen und Projekte verschiedenster Kunstformen. Um das zu ermöglichen, braucht es auch moderne Technik. Wir hatten eine Investitionsförderung vom Land Sachsen-Anhalt und davon haben wir uns die Einrichtung eines Filmstudios finanziert oder investiert. Und in Zeiten von Corona haben wir das auch erlebt, dass es immer mehr um digitale Formate auch geht, um Netztheater. Dafür waren wir jetzt ausgestattet. Auf diese Technik haben es Unbekannte abgesehen. Bis in den Morgen des 28. Januar 2024 läuft im WUK die Generalprobe für das Stück Der Prozess. Um 2 Uhr verlassen die Letzten das Haus. Darauf scheinen die Täter gewartet zu haben. Sie schleichen sich auf das Gelände. Als sie die Eingangstür nicht aufhebeln können, bohren sie das Schloss auf. Im Theater brechen sie viele weitere Türen auf. Abgesehen haben es die Täter auf die hochwertige Technik und Bargeld. Bei der Suche danach durchwühlen sie alle Räume im Gebäude. Ich glaube, dass mit einem Auto oder einem kleineren Transporter hier gewesen sein mussten. Es ist wirklich viel Technik und teilweise große Cases, wo Kameratechnik drin war, sind entwendet worden. Große Koffer, die kann man nicht einfach auf dem Rücken abtransportieren. Deshalb gehen wir davon aus, dass hier ein Auto mindestens gestanden haben muss. Parallel zu den Aufräumarbeiten erstellen die Theatermitarbeiter die Schadenliste. Die Film- und Studioausrüstung fehlt fast komplett. Gestohlen wurde auch weiteres Zubehör, Laptops und Tablets. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 100.000 Euro. Nur 500 Meter vom Theater entfernt liegt das Mitteldeutsche Multimedia-Zentrum. Hier wird am 28. Januar 2024 eingebrochen. Die zwei Männer versuchen zunächst vergeblich, eine Tür aufzuhebeln. Später schaffen sie es an einer anderen Tür und stehlen Multimedia-Technik. Die Polizei prüft, ob es dieselben Täter wie im Theater waren. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen haben wir mehrere Parallelen zu den Taten Multimedia-Zentrum und WUK-Theater festgestellt. Das ist einmal die zeitliche Nähe, die örtliche Nähe, aber auch die entwendeten Gegenstände, hochwertige Elektronik, Kameratechnik, Funktechnik und auch Tontechnik. Nach den Dreharbeiten von Kripo Live kommt es am Mittwochmorgen zum dritten Einbruch. Um 1.26 Uhr betreten zwei Männer das Theatergelände. Sie brechen 17 Türen auf, durchwühlen wieder alle Räume und stehlen, was noch übrig ist. Technik im Wert von 20.000 Euro. Um 4.53 Uhr kommen sie ein zweites Mal zum Abtransport. Um 5.13 Uhr bei der dritten Anfahrt schreckt sie auch das helle Licht der Laternen nicht ab. Im Gebäude werden sie dieses Mal von der Reinigungskraft überrascht, die das Licht anmacht. Jetzt ergreifen sie die Flucht. Das WUK-Theaterquartier musste, weil die Technik fehlt, Vorstellungen absagen und ruft zu Spenden auf. Wer kann helfen? Die Polizei hofft auf Zeugen, die die Männer am 28. Januar, das war ein Sonntagabend, im Umfeld des Multimedia-Zentrums beobachtet haben. Oder später am frühen Morgen des 31. Januar und des 28. Februar rings um das WUK-Theaterquartier. Und auch wenn sie Hinweise zum weißen Fahrzeug der Täter geben können oder ihnen günstig
hochwertige Kameratechnik und Tontechnik angeboten wurde, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei in Halle. Telefon 0345 22 4 20 00.